Ich begrüße euch zu einer Runde Geistfrei GmbH. Ich bin immer noch planlos. Was mir aber eingefallen ist, während ich jetzt Zigarette rauche, war, in Monkey Island hatte ich das auch. Da habe ich diesen ätzenden Rum in so einem Krug gehabt. Und der ist auch flüssig geworden. Was ich machen musste, war immer wieder in eine neue Krug zu schütten, bis ich dann am Gefängnis war. Das wäre vielleicht die Option. Ich muss es versuchen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Vielleicht die Option, dass es so wie in Monkey Island, Das könnte auch noch wichtig sein. ich das einfach tauschen muss und immer wieder. Und vielleicht kriege ich es dann noch rechtzeitig ins Gefrierfach, um eine Schusswaffe zu machen. So, raus. Wollen Sie online nach einer Lösung des Problems suchen? Nein, will ich nicht. Ja, wenn ich jetzt hergehe und mache ein frisches Glas, funktioniert. Funktioniert! Oh, Alexander, warum bist du noch nicht früher drauf gekommen? So, und jetzt machen wir es schnell ins Gefrierfach. Na, bababab. Noch mal ein frisches. Das wäre ja 3 Gläser. Das wäre ja 3 Gläser. Uff. Nein, mit dir. Das war die Lösung. Ich hätte drauf kommen müssen, weil ich es in Monkey Island auch schon machte. So. Die Frage ist, schieße mal jetzt auf Charlene oder auf den Geist? Wir schießen. Vielleicht langt ja die Munition für beide. Gefrorener Schleim im Glas. Wie doof muss man sein? Ich ärgere mich jetzt, dass ich die ganze So. Mit ätzendem Schleim geladener Trockner. Okay, auf geht's. So, damals eh zum Geist, versuchen wir es jetzt, um den Geist auszuschalten. Hauptsicherheitssystem aktiv, Geisterfallmodus auf Standby. Die Wumme hat so noch nicht genug Wumms. Dagegen sollte ich vielleicht noch etwas tun. Das hat nicht viel gebracht, außer einer vergeudeten Schleimladung. Ich gehe mir mal schnell neuen machen. Bin gleich wieder da. Macht das jetzt automatisch? Bitte? Das wäre sehr cool. Danke, Entwickler. Hauptsicherheitssystem aktiv, Geisterfallmodus auf Standby. Okay. Die Wumme braucht noch etwas Zunder. Es wurden Eindringlinge erkannt. Die Polizei ist alarmiert. Bitte warten Sie. Okay, mit was kann ich sie Damit kombinieren? kann ich den Haartrockner nicht laden. Der Damit kann ich den Haartrockner nicht laden. Haartrockner muss geladen werden. Ah, ich weiß. Hauptsicherheitssystem aktiv, Geisterfallmodus So wie auf ich die Batterie Standby. geladen habe, kann Da ich auch ist den er. Haartrockner laden. Oder? Fühlen Sie Bitte. mal richtig. Damit kann ich Wenn den ich diese Haartrockner nicht Husten in die laden. Finger kriege. Fluchen hilft hier nichts. Ich Halten Sie weiß sich gar an meinen nicht, den Anweisungen, Haartrockner dann ist in laden. 3 Stunden frei. Und was soll ich Wenn ich damit? das Ich habe Geisterkostüm Ihnen gesagt, auseinandernehme, geben Sie ja, mir in die eine Tasche Minute, haben Sie bis die ich die Batterie, Batterie aber. habe. Ich knuddle ihn heute Abend, wenn ich mit ihm im Bett liege. Okay. Sehen Sie das rote Lämpchen aufleuchten? Mit was kann ich den Ja, das sehe Haartrockner ich. laden? Sehr gut. Drücken Sie drauf und wenn es grün wird, ziehen Sie am Hebel. In Damit kann ich Ordnung. den Haartrockner nicht laden. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Und was machen Sie in Auch meinem Haus? Steckdose. Wenn Sie jetzt oben Schöne auf dem Steckdose. Türrahmen auf den kleinen. Geht in dem ganzen Haus gibt es keine Steckdose. Guck mal, gibt keine Steckdose. Gibt keine Steckdose. Guck, seht ihr irgendwo irgendeine? Oh, ich dachte, ach komm, wir spielen jetzt die letzte Runde, wie ich es angestellt habe, vor. Doch, fühlen Sie mal Drei richtig. Folgen, in der Zeit ist Wenn genommen. ich diese Haushälterin in die Dachte Finger ich, das gibt die kriege, finale dann hilft Runde. hier nichts. Halten Sie sich an meine Anweisungen, dann sind Sie in 3 Stunden frei. Und was soll ich Mit jetzt mit was? Ihnen machen? Hey, mit Jetzt drücken Sie den Uran. Haushebel unter dem Die Schreibtisch. Geisterfalle ist nicht mehr in Betrieb. Der Uranstab. Oh ja, wenn ich den Uranstab als Energiequelle nehme, wird das sicher der stärkste Haartrockner im Universum.
Da hätte ich Triad aufkommen können. Okay. Jetzt ziehen wir aber das Eisstück bestimmt an. Boah, bin ich froh, dass es weitergeht. Geisterfallenmodus auf Standby. Das wird so nichts. Ach so. Ich bin zu eifrig jetzt. Ich weiß schon, dass ich das gefährliche Zeug in meiner Hosentasche transportiere. Eingreifen muss ich auch noch. Alle Ausgänge sind verschlossen. Geisterfallenmodus wird aktiviert. Geisterfallenmodus aktiv. System in Gefahr. Abbruch des Geisterfallenmodus. Verdammt! Die Blechbüchse hat ein gutes Schutzsystem. Das hat nicht viel gebracht, außer einer vergoldeten Schleimladung. Ich gehe mir mal schnell neuen machen. Bin gleich wieder da. Geisterfallenmodus aktiv. Okay, dann müssen wir das System ausschalten. Bereiten Sie sich darauf vor, eingesaugt zu werden. Schlecht war der Kuppels nicht, aber okay. Ich schieße jetzt mit dem Ding und ich pfeffer jetzt mit. So, Charlene, deine letzte Stunde hat geschlagen. Ich hoffe ja nicht, aber die rächt mich auf. Wir erledigen jetzt erst mit Charlene. Ich verhalte mich lieber unauffällig, sonst sperrt sie mich noch einmal ein. Das ist doch nicht. Ach, das kopieren wir auch gleich noch. Ich verhalte mich lieber unauffällig, sonst sperrt sie mich noch einmal ein. Warum? What the fuck? Warum? Nein, ich will jetzt kein System durchfahren. Der Haartrockner ist bereits geladen und entsichert. Nein, wirklich nicht. Also. Also gut. Puh, noch mal wir sind noch ganz ein Stück weitergekommen, ne? Ich nehme ja erst seit 7 Minuten auf, also beende noch nicht, keine Panik. Aber wieso geht es nicht? Hä? Entwickler, es ist euer erstes Spiel. Ihr habt echt ein klasse Spiel hingelegt, mit Witz, mit Humor, mit Scham. Aber zum Schluss, also es ist echt eine Herausforderung. Wäre aber auch langweilig, wenn es keine wäre. Muss man dazu sagen. Aber ey, es hätte doch jetzt echt gereicht, wenn ich denn, es war schon schlimm genug, das Zeug einzufrieren. Ja? Da drauf zu Gummi drei Gläser zu verwenden. Gut, ich jetzt wissen wir durch Monkey Island, aber egal. Was ist das verdammte Problem, dass ich jetzt diese Geisterfalle nicht ausschalten kann? Es erschließt sich mir nicht. So schwer hätte man es jetzt auch nicht machen müssen. Es hätte so vollkommen gereicht. Nur muss so nebenbei gemerkt. Aber die sehen das eh nicht, von dem her wurscht. Okay. Das ist jetzt echt. Ja, ja. Ich bin gespannt, ob ich auf die Lösung komme. Die künstliche Intelligenz erkennt Gefahren und versucht sie abzuwehren. Vielleicht kann man das System austricksen, wenn man es zuvor ein wenig ablenkt. Ein richtig echter Furcht, ein unfallhohes Glühen an sich und raubt einem den letzten Nerv mit seinem ständigen Kettengerassel. Aus Geisterjagen für Anfänger, Seite 13. Aha. Wieso ist denn eigentlich die Kakerlaktodauer drin? Okay, mehr erschließt sich doch noch nicht. Ich müsste ihn ablenken. Kann ich mit dem Kerl reden? Moment. Das hätte ich noch nicht versucht. Kann ich? Warte, geh erst mal raus. Kann ich mit das bringt dir nichts. Dem Sprecher? Das wird ja witzig. Das wird bestimmt witzig. Sicherheitssystem aktiv. Geisterfallmodus auf Standby. Keine gute Idee. Falscher Knopf verdrückt. Ja. Es wurden Eindringlinge erkannt. Die Polizei ist alarmiert. Bitte warten Sie. Geisterfallenmodus wird aktiviert. Geisterfallenmodus aktiv. Blechbüchse. Unidentifizierbare Geistererscheinung. Bitte begeben Sie sich von der Einsaugöffnung.
Ich habe keine Angst vor dir. Ich bin ein mächtiger Poltergeist. Betreten Sie direkt vor die Einsorgöffnung, damit Sie vernichtet werden können. Fang mich doch. Ich verfluche dich. Ineffektiv. Flüche können meinem System keinen Schaden zufügen. Ich habe Möglichkeiten, gegen die sich selbst Computer nicht wehren können. Bitte spezifizieren. Spezifizieren. Ich werde dich zum Rosten bringen. Bitte warten Sie. Ich überprüfe die Zusammensetzung meines Baumaterials. Alu rostet nicht. Guck mal die Eieruhr. Genial. Überprüfung abgeschlossen. Meine Rüstung ist aus einer besonderen Legierung, deren Außenmacht resistent gegenüber allen äußeren Einflüssen ist. Eine Durchrostung ist nicht möglich. Bitte unterlassen Sie es in Zukunft, meinen Prozessor mit unnötigen Überprüfungen zu belasten und begeben Sie sich unverzüglich vor die Einsaugöffnung. Bereiten Sie sich darauf vor, eingesaugt zu werden. Widerstand ist zwecklos. Dann kommen Sie näher. Der Einsaugvorgang kann sonst nicht eingehalten werden. Blechbüchse. Unidentifizierbare Geistererscheinung. Bitte begeben Sie sich vor die Einsaugöffnung. Das haben wir schon gemacht, oder? Ich gehe weiter. Spuken. Spuk. Spuk. Vergessen Sie nicht, vor die Einsaugöffnung zu treten. Geisterfallenmodus aktiv. Blechbüchse. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin so doof. Bewegen Sie sich vor die Einsaugöffnung. Ich verfluche. In dem Moment, wo die Eieruhr gelaufen ist. Ineffektiv. Flüche können meinem System keinen Schaden zufügen. Ich habe Möglichkeiten, gegen die sich selbst Computer nicht wehren können. Bitte spezifizieren. Ich werde dich zum Rosten bringen. Bitte warten Sie. Ich überprüfe die Zusammensetzung meines Baumaterials. Warnung. Fremdkörper eingedrungen. Eine Fortführung des Geisterfallenmodus ist nicht möglich. Zerstörung eingeleitet. Ups. Scheiß, was ist los? Veranstalten Sie ein Barbecue? Hier riecht's so verbrannt. Nö. Ich habe nur Ihre ultimative Geisterfalle zerstört. Sehr schön, sehr schön. Wie sieht's mit Dr. Bachelor aus? Ist er endlich frei? Jetzt ja. Was zum Kuckuck ist hier eigentlich los? Keine Zeit für Erklärung. Das Feuer breitet sich aus. Feuer? Ja, ihr wisst schon. Blitze, Flammen, tatütata. Feuer halt. Hier gibt's nicht zufällig einen Feuerlöscher? Als ich noch unter den Lebenden weilte, war einer im Hauswirtschaftsraum. Den hat Bertha letzte Woche gelehrt, als sie sich an Pfannkuchen mit flambierten Butterorangen versucht hat. Oh, lecker. Blutorangen? Nein, Zwergorangen. Aber durch das Löschpulver schmeckten sie etwas trocken und konnten ihr Aroma nicht so gut entfalten. Jungs? Ach ja, ich glaube, unter den Umständen sollten wir so schnell wie möglich hier verschwinden und die Feuerwehr rufen. Geht schon mal vor. Ich muss Charlene retten. Charlene? Charlene, wir müssen hier sofort raus. Sie? Wie sind Sie? Ach, ich hätte Sie besser in den Brunnen werfen sollen. Wenn wir nicht sofort verschwinden, kommen wir hier nie mehr lebend raus. Ach ja? Das ist doch nur ein blöder Trick, um mich aufzuhalten. Ich habe die ultimative Geisterfalle zerstört und jetzt brennt die Bude. Genau. Sie haben die ultimative Geisterfalle zerstört. Mhm. Ganz alleine. Ist klar. Und dabei rein zufällig das gesamte Haus in Brand gesetzt. Mhm. Und der edle Retter Charleston kommt nun zu mir, um mich vor dem Flammen zu bewahren. Und denkt, dass ich alles stehen und liegen lasse und ihm in die Freiheit folge. So der Plan, ja. Und warum höre ich keine Sirenen? Und warum riecht hier nichts verbrannt? Und warum schreit hier niemand, oh mein Gott, es brennt hier, es brennt! Und warum sollen ausgerechnet Sie mich retten wollen, wo ich doch in Ihren Augen die Böse bin? Hä? Sehen Sie, Sie wissen keine Antwort drauf.
Also vergessen Sie Ihre blöde Idee und hauen Sie ab, bevor ich zum Schleimspucker greife und wirklich abdrücke. Ist nett, oder? Ich meine, ich bin ja selber ein weibliches Wesen. Ich weiß ja, wie die manchmal, wenn sie so von 80 sind, reagieren können. Mhm. Aber so doof kann man doch jetzt nicht sein, oder? Nein, so doof wäre ich nicht. Okay. Bertha hat Apfelfilet. Ich gucke mal so mit Apfelkuchen. Bertha hat Apfelkuchen gemacht und zwingt nun alle, ihn zu probieren. Ach ja? Ich habe Berthas Apfelkuchen oft genug gegessen. Er war immer sehr bekömmlich. Also machen Sie mich nicht noch wütender und lassen Sie mich meine Arbeit fertig machen. Bevor ich zum Schleimspucker greife, der Sie mich vom Hals schaffen wird. Mir? Was? Der Sie mir vom Hals schaffen wird. Das bezweifle ich. Er hört nur auf mir. Oha. Hat sie Angst vor Ameisen? Ameisen. Überall Ameisen. Sie tragen alles und jeden weg in ihren unterirdischen Ameisenbau. Dr. Bachelor und Wilbur wurden schon transportfertig gemacht. Und wir sind die Nächsten. Es ist eine Invasion. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja, wenn wir nicht sofort flüchten. Dann bitte, bitte retten Sie mich. Und gehen Sie schon mal vor, um sich für mich zu opfern. Moment mal. Das war jetzt nicht nett. Verschwinden Sie, bevor ich sauer werde und Ihren Schleimspucker benutze. Koslowski hat zu viel Kaffee getrunken und dreht nun völlig ab. Er läuft wie ein Helikopter mit seiner Gartenschere durchs Haus und will allen die Haare schneiden. Ja und? Dadurch, dass er kaum schläft, bringt er manchmal seine drei Jobs durcheinander. Völlig normal bei ihm. Also verschwinden Sie und lassen Sie mich meine Arbeit fertig machen, bevor ich zum Schleimspucker greife, der Sie mir vom Hals schaffen wird. Mich? Ja, genau. Sie! Ich habe keine Lust mehr, die zu retten, bin ich jetzt ganz ehrlich. Bleib du, bleib du, fertig. Wer nicht hören will, muss fühlen. Also hey, ich glaub's nicht. Egal, bleiben Sie einfach hier, während ich mich wieder ins Gästezimmer einschließe. Vergessen Sie nicht, die Tür wieder abzuschließen. Das meine ich ernst. Ich komme nachschauen und wenn sie nicht abgeschlossen ist, werde ich sie vollschleimen. Na, dann kommt sie hoch und sieh, dass es brennt. Die Frau hat ja einen totalen Knall. Aber ich kann sie hier nicht so einfach sterben lassen. Ich muss was tun, tatsächlich. Nicht jetzt. Damit kann ich den Haartrockner nicht laden. Ah, warte, Mutter, waren doch die Lochdinger drin? Ich sollte mir etwas anderes überlegen. Was? Mach das Ding auf und hol sie. Ich sollte mir etwas anderes überlegen. Die Lochstreife doch raus. Welche Parts? Nein, mit Pablo auch hier. Ich muss sie irgendwie anders dazu bringen, mit mir von hier abzuhauen. Das würde der Schleim innerhalb von Sekunden wegätzen. Er würde sofort Alarm schlagen, wenn ich ihn einfach nehmen würde. Außerdem, bei dem ätzenden Sabber nicht auszudenken, was er in meiner Hose anstellen würde. Das Haus brennt bei alle Zeit der Welt. Ich kriege mal die Nudel jetzt wegbewegt. Der Trick klappt leider immer nur einmal. Das wird mich nicht weiterbringen. Ein Haufen Asche vor einem kaputten Laserdrucker. Das scheint wohl irgendwas vaporisiert worden zu sein. Tja, mit einem Typenraddrucker wäre das nicht passiert. Er scheint ziemlich kaputt zu sein und da scheint einiges an Strom zu fließen. Das wird mich nicht weiterbringen. Da war's. Vielleicht kann ich ihn so aufladen. Das wird mich nicht weiterbringen. Die Lampe? Das wird mich nicht weiterbringen. Es liegt nichts auf dem Objektträger. Das macht kleine Dinge ganz groß, wenn man hindurchschaut. Das muss ich mir nicht unbedingt im Detail anschauen. Das muss ich mir nicht unbedingt im Detail anschauen. Okay.
Wir haben eine große Stichkarte, das Haus brennt. Das lassen wir jetzt einfach noch ein bisschen brennen. Kann ich an dem Schalter was machen? Nee. Warte mal. Das würde ihm nicht gefallen. Das ziehe ich jetzt wahrscheinlich nicht an. Ja, okay. Weil sie im Haus erzieht, das wäre noch so eine Option. Lieber nicht, sonst mache ich es noch kaputt. Okay, ich werde auf jeden Fall gleich weiterspielen, aber noch 20 Minuten würde ich gern beenden. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit, wie wir die Damen zu Bett bewegen. Wir werden sehen. Vielleicht muss ich ja nochmal hoch. Ja, das werde ich nächste Folge machen, gehe ich einfach mal hoch. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit. Bis bald.